Wir haben Aloe Vera gefunden. Neues Werkzeug entdeckt. Aloa-Saft. Endlich haben wir die Aloa-Pflanze. Da können wir uns auch schön einreiben damit. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Ancestors, The Humankind Odyssey. Meine lieben Freunde, beim letzten Mal haben wir uns hier näher an die Savanne herangewagt. Und die Savanne ist da hinten. Und wir wollen natürlich die Savanne da hinten noch ein bisschen erkunden. Und noch ein bisschen erobern, denn mir wurde jetzt schon etwas gesagt. Und zwar, dass ich gar nicht mehr so viel vor mir habe tatsächlich. Also wenn wir da hinten die Savanne ordentlich erkundet haben, die jetzt gerade auch so ein bisschen im Nebel liegt, die wir jetzt gar nicht so richtig gut sehen können, dann ist das hier vorbei, der Spaß. Ja, also wir sind jetzt schon bei knapp 4 Millionen Jahre fast. Evolution bei 2 Millionen Jahre soll Schluss sein. Also wenn wir 2 Millionen Jahre vor unserer Zeit angekommen sind. Und ja, wir haben jetzt schon ziemlich viel geschafft auf dem Weg dahin. Und unsere Affen sehen ja auch schon ziemlich menschenähnlich aus mittlerweile. Also das ist schon gar nicht so schlecht. Uns fehlt jetzt eigentlich wirklich nur noch die Savanne so ein bisschen und ein paar Kleinigkeiten, die vorher noch kamen. Ich schaue jetzt nochmal kurz. Ich kann euch auch mal zeigen, wie viel Spielzeit ich habe. Rechts oben seht ihr das nämlich sogar, wo Ardipithecus Ramidus steht, also unsere Affenspezies, die wir gerade schon evolviert haben. Da steht Spielzeit 33:33. Das heißt 33 Stunden und 33 Minuten. Das Spiel soll einen Umfang von 40 Stunden haben. Das heißt, wir sind on track, dass wir das schaffen in 40 Stunden. Das heißt, wir sind gar nicht mehr so weit vom Durchspielen entfernt. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir legen jetzt erstmal die Kinder und die Werkzeuge ab. Und dann machen wir erstmal hier noch weitere Kinder, würde ich sagen. Das ist jetzt das, was als nächstes hier auf dem Plan steht. Mehr Kinder. Wir hatten ja beim letzten Mal schon die Affen ausgestattet mit Speeren, weil das ja hier doch eine ziemlich gefährliche Ecke ist. Weil es hier ein ziemlich offenes Gelände ist. Bist du... Nee, warte mal. Hier warten. Bist du eine Frau? Nein, du bist ein Mann. Was hast du? Ei. Warte mal, du bist Ei. Dann nehme ich... Dann gehe ich mal in dich rein. Und du kriegst den Speer, genau. Du bist auch ein... Nee, du bist eine Frau. Aber du hast schon. Du hast schon Kinder gemacht. Wir brauchen eine ledige, kinderlose Affendame. Sind wir denn hier fündig? Weiblich, fruchtbar, jawohl, pflegen. Gleich loslegen hier. Jawohl. Also wir sind wirklich sehr gut dabei jetzt mittlerweile. Unsere Affen sind jetzt ja auch schon wirklich sehr gut evolviert. Also die haben echt viele Fähigkeiten, viele coole. Und das heißt, wir können hier mal noch ein bisschen Progress machen jetzt. Wie gesagt, wenn ich die Kinder gemacht habe, touren wir gleich mal in Richtung Savanne und erkunden da mal ein bisschen. Paaren. Jetzt aber erstmal Kinder machen. Genau, gebären. Überspringen. Paaren. Baby mit spontaner genetischer Mutation. Ardipithecus ramidus. Also warum wir da jetzt eine Mutation haben, das verstehe ich ehrlich gesagt auch wieder nicht, weil wir sind doch schon längst Ardipithecus ramidus. Das ist doch schon längst unsere Spezies. Kommunikation. Sehr gut. Spontane Mutation. Das ist gut. So, und dann machen wir hier noch... Bist du auch eine Dame? Nee, du bist männlich. Dann bist du hier noch eine Dame, wa? Sieht gut aus. Ja! Pflegen! Genau. Und dann haben wir's. Also wir sind wirklich kurz davor, hier das Ding durchzuspielen, glaube ich. Es kann, glaube ich, echt nur noch so 2 oder 3 Stream-Sessions dauern. Unterm Strich sieht's sehr danach aus. So, legen wir uns mal hin. Partner rufen. Dann machen wir nochmal 2 Kinder. Das ist immer sehr, sehr gruselig, wenn die Kinder da so ineinander stehen. Paaren. Warum macht er nicht gleich 3 Kinder? Dann muss er nur einmal gebären drücken statt Jahre und übersprungene Sequenz. Ist doch egal. Also ganz ehrlich, ich sehe da jetzt nicht den Unterschied. Also ganz ehrlich, die paar Sekunden, Minuten, die das spart, finde ich jetzt nicht so wichtig. Außerdem muss ich da viel häufiger immer wieder mich verpaaren.
Weil ich muss mich ja quasi zweimal verpaaren. Das Paaren ist das, was dann eigentlich lange dauert. Selbstkontrolle. Baby mit spontaner genetischer Mutation. Nice. Wie sie einfach wieder weggeht, nachdem sie ihre Aufgabe erledigt hat. Herrlich. So, jetzt nehmen wir uns Babys ohne Mutation erstmal. Muss ich nochmal gucken. Haben wir hier irgendwie... Ah, ständig visiere ich hier wieder Kinder mit Mutation an. Das ist immer sehr anstrengend. Wo sind die anderen Kinder eigentlich? Da hinten. Habt ihr zwei eine Mutation? Du hast keine. Du hast auch keine. Sehr gut. So, dann nehmen wir uns das Stöckchen. Und den Faustkeil. Nein, du sollst den Faustkeil nehmen. Du sollst den Faustkeil nehmen. Du sollst den Faustkeil... Nimm ihn den Faustkeil, genau. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Am Ende ist es nicht so hoch. Kannst du auch unten bleiben, okay? Aber unten sind, glaube ich, die gefährlicheren Tiere. Das sind ja Krokos. Na gut, das kann mir auch egal sein eigentlich. Wir müssen ja eh ausweichen und töten und so. Ich gehe einfach weiter. Ich gehe einfach weiter. Ich ignoriere das einfach, was da an Viehzeug rumläuft. Haben wir hier eigentlich noch Landmarks in der Gegend, die noch nicht... Nee, auch nicht, ne? Das haben wir hier auch alles schon entdeckt, glaube ich. Selbst diese komischen, tiefgelegenen Höhlen und so. Hier kann ich einfach durchmarschieren. Hier finden wir nichts mehr Spannendes. Das Einzige, was jetzt wirklich nur noch interessant und relevant ist, ist wirklich nur noch die Savanne. Ansonsten ist alles abgefrühstückt. Was machen Smaragde? Also, wenn du eine bestimmte Evolutionsstufe hast, dann kriegst du dadurch einen Bonussprung, Zeitsprung im Evolutionssprung. Also, dann springst du eine längere Zeitspanne. Und einige sagen, man könnte, wenn man die als Werkzeug benutzt, damit die Neuronen schneller freischalten. Aber ganz ehrlich, das konnte ich jetzt noch nicht so bestätigen. Gut, ich habe die auch noch nicht so oft als Werkzeug benutzt. Aber das habe ich nur von ganz wenigen Leuten bis jetzt gehört. Und ich halte das ehrlich gesagt für nicht so ganz so plausibel irgendwie. Ich weiß es nicht genau. Müsste man halt mal ausprobieren. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Also, was ich definitiv bestätigen kann, ist, wenn du mit der richtigen Affenart den richtigen Edelstein zur richtigen Zeit inspizierst, dann kriegst du auf jeden Fall einen Bonus im Evolutionssprung. Also dann springst du halt weiter. Das kann ich definitiv bestätigen. Was ich nur nicht ganz verstehe, ist, warum es dann so viele gibt. Also eigentlich reicht doch dann ein Edelstein pro Sorte, den man irgendwo halt findet. Ich finde, die sind ja inflationär häufig, die Dinger. Du findest die ja an jeder Ecke eigentlich irgendwie. Gerade hier irgendwie, in dem Biom, findet man die sehr, sehr extrem häufig. Also ich weiß nicht warum. Warum man die so häufig findet. Dauert dafür auch viel zu lange, bis da was hergestellt wird. Ich meine, gut, es könnte natürlich sein, wenn das länger dauert mit dem Craften und die Dinger vielleicht dadurch bonusneuronale Energie geben, weil es eben so lange dauert. Aber ich weiß, ach, das ist alles Spekulation, keine Ahnung. Ich habe es nicht selber bestätigt. Ich kann es nicht genau sagen. Das Einzige, was ich bestätigen kann, ist, dass die Smaragde und Edelsteine, wenn man sie mit dem richtigen Affen zur richtigen Zeit findet und inspiziert, geben sie einem einen Sprung, einen Vorteil beim Sprung. Das ist das Einzige, was ich sicher bestätigen kann. Alles andere ist so mehr oder weniger Hörensagen aus dem Chat. Das ist auch immer so ein bisschen schwierig. Viele Infos, gerade die, die ich am Anfang so gekriegt habe zum Spiel, sind dann teilweise auch so ein bisschen Hörensagen aus dem Chat. Und auch meine eigene Spekulation, die sich so ein bisschen miteinander gemischt haben. Das ist auch sehr witzig, wenn man sich die alten Aufnahmen so anhört. Wenn ich mir dann so denke, mein Gott, was habe ich denn damals noch erzählt? Das so Sachen, wo man halt einfach rumspekuliert hat wild. Weil man dachte, es wäre vielleicht so. Und natürlich spricht man dann auch immer im Konjunktiv. Also könnte sein, möglicherweise, vielleicht. Aber viele, die das Video dann sehen, nehmen das dann so als feste Aussage wieder, weil sie den Konjunktiv nicht verstehen oder nicht wissen, was das bedeutet. Und denken dann so, ja, aber du hast doch gesagt, der Smaragd ist da und dafür. Zum Beispiel, neulich hat jemand geschrieben, du hast doch gesagt, der Smaragd wäre, dass man Religion erfindet. Ja, das habe ich gedacht damals, am Anfang, dass er dafür ist. Aber das heißt doch nicht, dass es auch so ist. Ich habe das auch ganz klar gesagt, dass ich das denke vielleicht, dass es so sein könnte. Aber doch nicht, dass es so ist. Meine Euphorie mischt sich dann immer so ein bisschen da rein und ich glaube, dann denken viele, das ist so. Aber ich kenne ja das Spiel selber nicht. Ich glaube, ich höre hier gerade... Kann es sein, dass ich hier... Ich glaube, ich höre hier was. Weiter links, okay. Aber ich meine, ich höre... Oder ist das die Musik jetzt?
Es klingt so, so funkelnd schon wieder. Ich höre irgendwas anderes. Ah! Kleines Schweinchen. Verschwinde, genau. Mann, hab ich mich erschrocken. Hab irgendwie nicht mit dir gerechnet, dass der jetzt kommt. Keine Ahnung. Ist noch ein Stück, okay. Ja, müssen wir mal jetzt schauen, dass wir hier wieder ein Stöckchen bekommen. Warte mal, da drüben ist doch welche, oder? Oh, was ist das für ein Nest hier? Kennen wir das schon? Oh, da ist was Neues. Das markieren wir uns gleich mal. Ich muss ja eh mehr riechen. Da ist irgendwas, was ist das? Eine Schlange. Ach, das ist einfach nur ein Schlangennest wahrscheinlich. Ich schnapp mir mal hier so ein, ne, so ein Ei. Was ist das da für eine Pflanze? Das sind verschiedene hier, verschiedene neue Sachen wieder. Nice. So, jetzt wollte ich eigentlich hier so ein Stöckchen rausnehmen. Und wollte mir nochmal ein Speerchen machen. Ein Speerchen für das Affenbärchen. Genau, so. Ja, dann schauen wir mal. Ich glaube, das hier ist dieselbe Pflanze. Was ist das? Warte. Was genau ist das? Sieht aus wie so eine Wurzel. Nee, ach, das ist Aloe Vera wahrscheinlich, wa? Sieht aus wie... Ja, Aloeblatt, alles klar. Können wir das benutzen? Kann ich das essen? Das kann ich wahrscheinlich dann benutzen, um mich zu heilen, wa? Aloe Vera ist ja Heil... Nein, du sollst das Speerchen nehmen. Ich glaube, Aloe Vera ist so ein Heilzeug am Ende des Tages. Wenn ich verwundet bin und so. Wo war jetzt die Schlange? Ich sollte mir echt mal angewöhnen, solche Tiere mal dauerhaft zu markieren. Oh, da ist noch was im... Moment mal, das ist aber eine kleine Schlange. Ich glaube, wir lassen die mal in Ruhe. Ist das keine von den großen? Ist das eine neue? Nee, also das ist gleich eine von den kleinen grünen dann. So, ach ja, ich muss ja weitergehen, genau. Ein eingeprägter Gegenstand ist vergessen worden. Ich wette, die Aloe kann ich dann bestimmt auch wieder mit dem Granitschleifer zur Paste machen und kann mich damit einreiben. Die Musik ist gerade voll laut irgendwie. Ich höre gar nichts anderes mehr, gefühlt. Ist auch eine andere Musik, die hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Ist das Kart da vorne? Ich glaube, das ist Kart. Das hier sind Bären. Apropos, warte mal, wir müssen auch mal wieder was essen. Fällt mir mal so ein. Genau. Diese leckeren Kumquat-ähnlichen Früchte hier. Ah, er wird müde. Okay, wir müssen mal schlafen gleich. So, Moment. Speer, genau. Ich höre irgendwas atmen. Das bin nicht ich. So, jetzt die Frage. Wo ist jetzt dieser Rubin? Wahrscheinlich da hinten irgendwo, war, würde ich jetzt schätzen, wo es so hoch geht. Weil hier höre ich jetzt nichts. Sieht auch nicht so aus, als wenn man da oben irgendwie jetzt groß was finden kann. Ach ja, ich muss auch mal... Ich bin auch so schlau, ne? Ich muss auch mal hier nach... Nach Landmarks gucken. Ich laufe die ganze Zeit wieder an Landmarks vorbei, glaube ich. Können wir gleich mal hier hochklettern und uns das eine mal holen da. Und vielleicht da oben auch gleich mal schlafen, wenn wir schon dabei sind. Affe, was machst du? Warum fällst du runter? Affe, du darfst nicht runterfallen. Affe, du musst oben bleiben. Wirklich, ist ganz dringend, dass du oben bleibst und nicht runterfällst. Das ist ganz, ganz wichtig. Für unsere gemeinsame zukünftige Zusammenarbeit. Da. Ach, sag nicht, das ist so oben, auf dem Berg oben. Na toll. Ah, hier ist auch unbekanntes Terrain. Da müssen wir wieder mal rationalisieren. Riechen auch, bitte. Riechen kann ich wieder nicht. Ist wieder nichts da zum Riechen. Kann ich was hören? Hören kann ich auch nichts. Okay, da müssen wir ein Stück weitergehen wieder. Müssen erstmal das Gebiet erobern. Vorher geht hier gar nichts.
Warte. Da ist was. Ah, sonst ist hier nicht viel los. Erstmal erkunden. Affe, was soll das? Kann er da nicht stehen? Okay, jetzt. Hier ist wieder was. Sehr schön, da ist was. Okay, ich glaube, eine Sache brauchen wir noch. Da können wir was riechen. Sehr schön. Eroberungszone erreichen. Die ist praktischerweise gleich hier. Juhu! Ich habe das Revier meines Clans vergrößert. So, ich würde sagen, wir legen uns gleich mal hier hin und schlafen einfach mal. Ich glaube, hier kann ich mein Zeug auch recht gut ablegen. Ohne, dass es runterrollt. Genau. Einmal schlafen. Hoffentlich kommt hier kein Geier und fängt mich weg. Ja, sehr schön. Von was träumt er denn da? Von irgendwelchen Zähnen. Wahrscheinlich vom Erobern des Gebiets. Okay, Wasser fehlt. Da müssen wir uns mal drum kümmern, schnell. Scheiße, wo kriegt man hier Wasser her? Das ist hier nicht so häufig, kann das sein? Da müssen, da hinten, ich sehe einen Tümpel. Okay, da müssen wir jetzt mal hin. Au, Hitze, okay. Kann ich was gegen die Hitze unternehmen, wenn ich mich ins Wasser lege irgendwie? Ach du Scheiße, der Punkt ist auch ganz schön klein. Warte mal, vielleicht vorher erstmal schnell hier Beeren essen? Vielleicht hilft das. Ja, es hilft ein bisschen. Früchte enthalten ja an sich auch Wasser, also... Im Grunde müsste es ja eigentlich was bringen. Sieht man ja auch, dass es was bringt. Der Punkt wird ja wieder größer, der grüne. So, auf jeden Fall besser als nichts tun, glaube ich. Komm, weiter essen, du kannst noch. Irgendwas höre ich hier, irgendwas komisches. Ich sollte mal generell mal hören. Das klingt merkwürdig, wie bei einer Muppet Show. Ich gehe mal weiter. Ich lasse mich mal nicht verunsichern. Vielleicht höre ich auch irgendwelche Hitze-Halus. Aloe Vera hilft auch gegen Sonnenbrand. Echt? Oh, da muss ich mal Aloe Vera organisieren. Das Landmark da kann ich doch jetzt aber entdecken, oder? Wenn ich noch ein bisschen näher rangehe. Ich glaube, es ist die Oase da vorne. Da gibt es bestimmt auch Aloe Vera. Also, Aloe Vera nehmen und Sonnenbrand vorbeugen. Wow. Du blödes Vieh. Du ziehst eh den kürzeren. Und hast du jetzt wieder davon? Und? Was hast du jetzt davon? Nix hast du davon. Bist tot. Du doofe Miezekatze. Ach, den zerlegen wir jetzt gleich, komm. Schön in der glühenden Hitze einfach mal so ein Tier zerlegen. Muss man auch mal gemacht haben. Und gleich mal was zu essen mitnehmen. Aber jetzt erstmal zum Wasser. Schnell. Ist es hier nicht... Ah, warte mal. Leg das mal kurz weg. Nimm das mal. Aber ich kann es nicht anwenden. Ich muss das vorher erst zerreiben, wa? Scheiße. Na warte, lass erstmal liegen. Geh erstmal zum Wasser. Da gibt es bestimmt auch Kühlung. Ich brauche da, glaube ich, den Granitreiber dazu. Sonst kann ich damit nichts anfangen. So, was haben wir denn hier Schönes? Das sieht auch irgendwie aus wie Pflanzen, die man benutzen kann. Vielleicht erstmal was essen. Ach, beide Hände muss ich dafür benutzen, okay. Ja, Moment, machen wir gleich. Jetzt esse ich erstmal. Erstmal essen. Säugetierfleisch kann ich jetzt ja metabolisieren, ohne dass ich ein Problem da kriege. Immer schön runter damit, genau. So, jetzt... Trinken. Ach komm. Ist nicht dein Ernst hier jetzt. Ist jetzt nicht dein Ernst. Hier ist ein unbekanntes Gebiet. Das kann doch alles nicht wahr sein. Nicht mal in Ruhe trinken kann man. Weiter, 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 weiter. Okay, reicht. Erstmal wieder rausgehen. Erstmal die Aloe Vera mal schnell. Ist das hier eigentlich irgendwas, was man benutzen kann?
Nee. Sieht so aus wie eine Pflanze, die man benutzen könnte. Erstmal die Aloe Vera konsumieren. Wo ist die denn jetzt wieder gewesen hier? Waren die jetzt? Da. So, also beide Hände, ja. Geht nicht. Ah, doch. Ah, wunderbar. Inspizieren. Wir haben Aloe Vera gefunden. Neues Werkzeug entdeckt. Aloa-Saft. Endlich haben wir die Aloa-Pflanze. Da können wir uns auch schön einreiben damit. Nice. Das ist quasi eine Sonnencreme, die wir jetzt gefunden haben. Nice. Ja. Vorbeugende Behandlung. Ja, mehr, komm. Das können wir ruhig ein bisschen ausreizen hier. Da geht noch was. Ich wette, wenn ich das... Wenn ich das jetzt, reiben würde mit Granit und so, ich glaube, dann wäre das noch besser. Also dann würde das noch schneller noch mehr Bonus geben. Dann würde ich da mehr Schutz bekommen mit einer Portion. Sehr schön. Genau, und jetzt was essen nochmal. Der Panther liegt ja hier irgendwo rum. Er lag doch hier hinten, oder? Warte mal. Der müsste noch da liegen eigentlich. Man sieht die Leichen immer so schlecht. Hier. Nice. Nimm mit. Wer noch mal was essen. Ah, schön im Schatten essen. An einem sonnigen Tag. Wunderbar. So muss das sein. So ist das Affenleben richtig fein. Das Leben eines Frühmenschen. Ich bin jetzt da, ja? An der Stelle, wo es den Rubin gibt. Mal schnell das Landmark hier freimachen. Der Panther ist schön in der Sonne gereift. Ja, genau. Savanne, erhöhte Zufluchtoase. Achso, ich bin noch nicht da. Okay. Aber wir sind bestimmt nicht mehr weit entfernt, oder? Ich meine, so weit ist die Savanne ja jetzt nicht mehr da hinten. Der sieht aber schon ein bisschen aus wie Monument Valley da hinten. Bei den Amis. Wo sie die ganzen Western gedreht haben. Scheint ja doch recht groß zu sein, die Savanne hier. Müssen wir auch mal wieder hier so ein Stöckchen machen. Bam! Ich glaube, ich muss eher da hoch, wa? Ist nur so eine Vermutung. Ich höre hier echt merkwürdige Geräusche, so. Er hat schon wieder so wenig Energy hier, der Affe. Ich muss, glaube ich, noch mal trinken. Er hat echt gelitten hier so ein bisschen. Müssen noch mal gucken, ob ich noch mal trinken kann. Bei Essen war es jetzt nicht. Das hat mir jetzt nichts wiedergegeben. Wir müssen ja hier eh das Gebiet noch aufdecken. Dann können wir das gleich mitmachen. Nein, was machst du, Affe? Na gut, ist das von mir aus auch. So, jetzt trinkst du bitte. Nee. So richtig bringt's nichts gerade. Ach was, wir decken jetzt das Gebiet hier auf. Komm. Hier gibt's doch genug zum Identifizieren. Guck mal. Da. Und da. Und da. Und da haben wir's schon. Da hinten ist der Punkt. Gehen wir da mal hin. Gibt es hier eigentlich Löwen oder sowas? Also so noch andere Katzen, Großkatzen? Löwen kann es ja, glaube ich, noch nicht geben, oder? Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube, die kamen erst später. Ich glaube, die kamen erst nach den Säbelzahntigern so ein bisschen. Ja gut, haben wir doch. Nice. So, dann gehen wir jetzt hier weiter. Schakale gibt's. Also kleine Wüstenfüchse, ne, so. Da habe ich keine Angst vor. Was können die schon machen? Nix. Das sind echt ganz merkwürdige Tiergeräusche, die man hier so hört.
Das sind echt so mehr so Muppet-Geräusche. Vor allem dieses. Das irritiert mich voll. Da kann ich überhaupt mich nicht konzentrieren hier. Geh mal weiter hoch. Ja, ich glaube auch. Das ist auch gerade in meinem. Hier, Kakteen. Kann man doch. Ach, da. Nee, Moment. Sind das Kakteen? Nee, sieht so aus, aber sind keine. Ich hätte jetzt gedacht, das sind welche. Ich glaube, ich kletter mal hier hoch. Scan mal eben den kleinen Berg links. Was, den da? Ich sehe da nichts, oder? Warte mal. Das ist ein Baumast. Astbaum. Basalt! Oh, da können wir wieder Nachschub machen, wenn wir mal unser Tool verlieren sollten. Ich gehe einfach mal hier hoch. Wir suchen übrigens gerade einen Rubin, meine lieben Freunde. Wohl den einzigen, angeblich. Huch. Ach, noch weiter, okay. Scheiße, warte mal, wir müssen mal wieder hier erstmal aufdecken alles. Ich soll ja mehr riechen, warte mal. Ich kann wieder nichts riechen, ey. Ach man, ist auch so doof. Da will ich einmal was riechen und dann darf ich nicht, weil es nichts gibt so richtig zum Riechen. Müssen wir da unten rationalisieren. Da. Komm, eins noch. Shit, das eine Ding ist natürlich wieder. Doch, da. Umgebung rationalisiert. Nein, das ist wieder im Berg so eine Stelle. Ach man, das hasse ich immer, wenn das passiert. Ich hoffe, wenn ich hier jetzt eine Weile lang laufe, dass es dann zu mir kommt. Der komische Punkt. Ja, da ist er. Sehr gut. Haha! Ich habe das Revier des Clans vergrößert. Ob es der einzige ist, ist nicht ganz raus, aber es ist der einzige, den Stuffy gefunden hat. Okay. Sagen wir mal, einer der wenigen Rubine, den es gibt. Frage ist, wo ist er jetzt? Das sind schon ganz schön imposante Klippen hier. Das muss man mal sagen. Das sieht schon echt heftig aus, wenn man das jetzt so von unten sieht. Nicht schlecht. Es wird schon wieder Nacht. Was? Was ist das? Wow! Ah, das sind die kleinen Wüstenfüchse. Schabrackenschakal. Was habt ihr jetzt davon? Was legt ihr euch auch mit mir an? Sehr dumm von euch gewesen. Jetzt wird es hier kalt. In der Wüste wird es nachts kalt und tagsüber ist es zu warm. Ist auch geil. Aber so ist das in der Wüste tatsächlich. Ein bisschen Kart essen kann nicht schaden. Okay, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist anscheinend ein Rudeltier. Ich hatte das immer so in Erinnerung, dass die Schakale, die Wüstenfüchse, dass die eher so Single sind. Guck mal, da ist schon wieder einer. Kriegst jetzt hier mit dem Faustkeil eins offen. Deckel. Haha. Bam. Hui. Haben wir. Alles gut. Gleich mal hier eine Beere essen auf den Schreck. Schlafen muss ich auch mal wieder. Ist schon wieder dunkel. Auf einem kleinen Berg ist das drauf, okay. Sicher, dass das so am Rand ist? Vielleicht da so? Obwohl. Ich glaube, das hätten wir schon mitbekommen, oder? Da hätten wir das eigentlich hören müssen, das Geräusch. Ah, okay, hier haben wir wieder das Problem. So, Moment. Da muss ich wieder riechen, vielleicht, wenn ich was riechen kann. Da gibt es was zum Riechen.
Da gibt's was zum Riechen. Und vielleicht mal was zum Hören irgendwo. Nee, hören gibt's natürlich wieder nichts. Warum auch? Einfach weitergehen. Kriegen das schon hin. Okay, das hat er jetzt auch mit aufgedeckt. Scheiße. Weitergehen, weitergehen, weitergehen. Wir brauchen Zeug zum Aufdecken. Aber es ist nichts da zum Aufdecken. Shit. Weiter, weiter, weiter. Nein, hoch. Geh hoch. Wir brauchen was zum Identifizieren. Da. Nice. Und jetzt einfach geradeaus. Genau, da ist er. Juhu! Du bist hier eigentlich am Ende. Okay. Also kommt die Stelle jetzt noch oder kommt die jetzt nicht? Da hinten ist so ein bisschen so ein Hügel. Moin, so ein Spider-Fan. Aber man hört den schon auch, oder? Den Rubin? Ich laufe die ganze Zeit wieder an haufenweise Landmarks vorbei, glaube ich. Ich muss da mal ein bisschen genauer wieder drauf achten. Eins haben wir da schon nicht mitgenommen. Da ist wieder das nächste. Das markiere ich gleich mal. Da klettern wir jetzt mal hoch. Das machen wir jetzt gleich mal mit. Wir jetzt hier nicht alle auslassen. Die sind ja auch wichtig für unsere nächste Evolution. Dass wir die alle mal entdecken. Und vielleicht, wenn ich das entdeckt habe, lege ich mich da gleich nochmal hin und schlafe. Da hinten sehe ich Wasser. Das ist gut. Scheint so eine Art Fluss zu sein. Da können wir dann hin und trinken. Der geht sogar bis hier vorne hin, sehe ich gerade. Ja, ist so ein kleines Rinnsal hier. Ja, das ist gut. Das ist perfekt. Da können wir dann unser Trinken herholen. So, Vorsicht jetzt hier. Das ist ein bisschen abenteuerlicher. Okay, es war so klar, dass hier wieder was kommt, wo ich entdecken muss. Das war wieder mal so klar. Schön viele Verstecke, das ist schon mal gut. Oh, was ist das da hinten? Versteck. Und jetzt nochmal riechen. Hören kann ich hier, glaube ich, auch, oder? Da war doch eine Schlange unten. Ah, die ist wieder außer Reichweite natürlich. So, ein Ding brauchen wir noch. Geh mal ein Stück weiter. Mal gucken. Komm, hier muss irgendwo was sein. Nicht euer Ernst, ey. Ist nicht euer Ernst, wie wieder nichts da ist zum Entdecken. Schön hochklettern. Komm, ich muss hier was geben irgendwo. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Vielleicht das nochmal. Vielleicht zählt das. Ja, das zählt, Gott sei Dank. Okay, wir müssen da hinten hin, alles klar. Oh Gott. Boah, der Affe ist voll abenteuerlich hier. Das ist der Vorfahre von Indiana Jones. Jetzt hier, komm. Jawohl. Oh ja, hier ist Wasser. Das ist nice. Da können wir dann gleich schlafen. Jetzt erstmal gucken wegen Landmark. Ja, ich hätte jetzt ja gesagt... Warte. Ich hätte jetzt ja gesagt, ich kann das da gleich machen, das Landmark, aber irgendwie... Ah, Moment. Warte. Jawohl. Haben wir. Ein neues Landmark. Der versiegende Wasserfall. Oh, versiegend ist nicht so gut. Da müssen wir schnell nochmal was trinken, dann bevor der weg ist. Da müssen wir nochmal schnell einen tiefen Zug nehmen, bevor... Oh ja, der sieht wirklich nicht mehr so... nicht mehr ganz so gut aus. Wobei mich das schon irritiert, dass der Strom dann breiter wird. Unten. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Wenn der Wasserfall doch am Versiegen ist.
Da unten scheint sich das Wasser ja trotzdem zu sammeln irgendwie. Gut, dann legen wir mal das Zeug ab und schlafen mal eine Runde. Nice. Na, was träumt er? Da ist ein Traum. Ah, vom Meteor mal wieder. Vom, was auch immer er da macht. Getreide ernten wahrscheinlich. Ausgereiftes Neuron, Ansiedlung, nice. Komisch, jetzt ist Wasser wieder kein Problem. Nahrung dafür umso mehr. Müssen wir mal was zu essen holen, am besten irgendwelche Beeren. Am besten hier drüben. Ah ne, das ist Kahn, oder? Ich glaube, ja. Gibt's hier keine Beeren? Warte mal, hier muss es doch Essen geben. Hier wird nicht, oder? Doch, da. Hin! Oder? Was ist das? Ja, doch, das müsste. Ja. Jawohl, das ist was zu essen. Sind das, das sind die kleinen Kumquats, ne? Kleinen Kumquat-ähnlichen Früchte. Stöckchen machen, Schakal töten. Ja, stimmt, den müssen wir unbedingt töten. Ich finde es aber schon ein bisschen komisch, dass so ein kleiner Mini-Schakal einen Speertreffer direkt auch aushält. So. Also, dass der da nicht direkt tot ist nach einem Speer und dann einfach weiterläuft, als wäre nichts gewesen. Das finde ich schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Ah, da sind wieder die Dicken. Sehr schön. Stöckchen machen, genau, warte. Stöckchen, Stöckchen. Ah, ist wieder mal heiß. Wir müssen mal Aloha finden. Wir müssen ganz dringend Aloha finden. Moment. Gibt es hier irgendwo eine Aloha-Pflanze? Aloha Vera. Da ist ein Fragezeichen. Was ist das? Und an der Stelle ist diese Folge Ancestors, die Humankind Odyssey, auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, dieses Spiel selber zu spielen, ihr könnt euch das holen im Epic Store und ihr könnt dabei auch gerne meinen Creator-Tag Spielware mit AI benutzen. Für euch wird es dann nicht teurer, aber ihr unterstützt damit meinen Kanal und auch diese Videos direkt. Und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es kommen täglich Videos, also abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Ancestors, die Humankind Odyssey. Bis dann, ciao, ciao!